Was ist eigentlich ein Bahnhof und was ein Haltepunkt? Hierfür gibt es zwei gängige Definitionen. Eine offizielle und eine umgangssprachliche, die vor allem in der Praxis anzutreffen ist. Um die Frage klären zu können, muss also zunächst festgelegt sein, ob es um die betriebliche oder praktische Definition geht. Ist letzterer gefragt, so ist die Sache relativ einfach. Ein Bahnhof bezeichnet die Gesamtheit aus Bahnhofsgebäude, Gleisanlagen und Bahnsteigen, an denen Züge halten, in die Fahrgäste einsteigen können. Es wird dabei meist von mindestens zwei Gleisen und oft auch einem öffentlichen Bahnhofsgebäude ausgegangen. Ein Gebäude, das heute also nicht mehr der DB gehört, sondern zum Beispiel ein Restaurant beherbergt, würde der Station den Bahnhofsstatus entziehen. Auch Güter- oder Betriebsbahnhöfe zählen bei dieser Definition nicht zu Bahnhöfen, da hier keine Passagiere ein- oder aussteigen können. Als Haltepunkt bezeichnet man nach dieser Definition alle übrigen Bahnanlagen, an denen Fahrgäste zusteigen können. Zum Beispiel auch ganz einfache Stationen mit nur einem Bahnsteig, ohne Dach und mit nur wenigen Zughalten pro Tag. Auch in diese Kategorie fallen Güterbahnhöfe also nicht. Für diese gibt es hier stattdessen eine eigene Kategorie, in die dann auch die Betriebsbahnhöfe fallen. Auf die weitere Untergliederung dort gehe ich hier jetzt nicht ein. Viele Reisende haben diese Definition im Kopf, wenn sie zwischen Bahnhöfen und Haltepunkten differenzieren sollen. Nun zur betrieblichen Definition. Diese Definition ist in § 4 der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, kurz EBO, sowie in der DB-Konzernrichtlinie Nummer 408, welche jedoch nicht amtlich ist, niedergeschrieben. Ich habe einen Link dazu auch in die Videobeschreibung aufgenommen.
definiert einen Bahnhof wie folgt. Erstens, Bahnhöfe sind Bahnanlagen. Das bedeutet, dass ein stillgelegter Bahnhof, an dem die Gleise entfernt wurden, auch dann nicht mehr als Bahnhof im internen Register der DB auftaucht, wenn ihr die dortigen Anlagen und Gebäude noch gehören. Außerdem schließt dieser Satz zum Beispiel auch Busbahnhöfe der Deutschen Bahn als Bahnhöfe gemäß betrieblicher Definition aus. Zweitens, sie verfügen über mindestens eine Weiche. Somit sind komplett eingleisige Stationen betrieblich gesehen keine Bahnhöfe. Das bedeutet nicht, dass der Bahnhof mindestens zwei Gleise oder gar zwei Bahnsteige besitzen muss. Es genügt, wenn auf dem Areal des Bahnhofes eine im Betrieb befindliche Weiche verbaut ist. Das führt uns auch direkt zum nächsten Punkt. Wo beginnt oder endet eigentlich ein Bahnhof? Drittens. Die Grenze zwischen einem Bahnhof und der freien Strecke bilden Einfahrsignale bzw. Einfahrweichen. Das heißt, fährt ein Zug in einen Bahnhof ein, so befindet er sich bereits ab dem Moment in diesem Bahnhof, wenn er das Einfahrsignal oder die entsprechende Weiche passiert hat. Somit endet ein Passagierbahnhof beispielsweise keineswegs am Bahnsteigende. Viertens. Züge können hier beginnen, enden, wenden oder ausweichen. Nur wo also ein Zug seine Fahrt aufnehmen oder abschließen kann, liegt ein Bahnhof vor. Alternativ muss der Zug hier zumindest die Fahrtrichtung wechseln können oder einen anderen Zug überholen bzw. überholen lassen können. Das ist zum Beispiel auch der Grund dafür, warum bei Streckensperrungen die Fahrt oftmals nicht an der letzten Station vor der Baustelle, sondern schon etwas früher endet. Ist die letzte Station nur ein Haltepunkt, so dürfen dort keine Züge enden oder wenden. Somit muss der Zug bereits am letzten Bahnhof vor der Baustelle stehen bleiben. Fünftens, ein Bahnhof muss kein Passagierbahnhof sein. Anders als bei der praktischen Definition zählen nun auch Güter- und Betriebsbahnhöfe zu den Bahnhöfen, sofern sie die Voraussetzungen 1 bis 4 erfüllen. Dasselbe gilt auch für Bahnhöfe, an denen im Regelverkehr gar keine Züge halten. Das war also die bahnbetriebliche Definition eines Bahnhofes in Deutschland. In Österreich ist die Definition der österreichischen Bundesbahnen ÖBB sehr ähnlich. Nur dass hier der Begriff Betriebsstellen anstatt Bahnanlagen gebraucht wird. Beispiele für Bahnhöfe in Deutschland sind die folgenden Stationen.
Doch auch deutlich kleinere Bahnhöfe gibt es. Kommen wir nun zu den Haltepunkten. Auch Haltepunkte sind zunächst einmal Bahnanlagen, analog zu den Bahnhöfen. Auch hier müssen Züge entweder beginnen, enden oder halten dürfen. Die Punkte ausweichen und wenden entfallen hierbei. Das ist auch ganz logisch, da Haltepunkte keinerlei Weichen besitzen können. Dennoch kann ein Haltepunkt mehrere Gleise aufweisen, wenn die gesamte Strecke entsprechend ausgebaut ist. Weiterhin entfällt die Definition der Begrenzung eines Haltepunktes zur Strecke hin. Einen Sonderfall stellen sogenannte Bedarfshaltepunkte dar, da hier die Züge nur halten, sofern ein Fahrgast ein- oder aussteigen will. Hier nun ein paar Beispiele für Haltepunkte in Deutschland. Abschließend noch folgender Hinweis. Diese Einteilung gilt für alle Bahnanlagen, die nach der EBO betrieben werden. Straßen- oder U-Bahnen werden zumeist nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen, kurz BOSTRAB, betrieben, wofür wieder eigene Regelungen gelten. Hier wird dann zumeist nicht zwischen Bahnhöfen und Haltepunkten unterschieden. Damit wäre ich mit meiner Erklärung nun am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls noch Fragen aufgetaucht sind, stellt mir diese gerne in den Kommentaren. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag.